Sie erinnern sich, wir sind in der Sicherheitssaison. Wir suchen Aktien, die von einer Korrektur an der Börse weniger betroffen sind. Und wir haben letzten Herbst bereits Goldaktien gekauft. Aber es gibt auch noch andere Aktien. Denn nicht alle Aktien sind gleich. Auf der einen Seite gibt es die wirklich heißen Technologieaktien heute. Die sind auch sehr teuer. Und auf der anderen Seite gibt es Aktien, die sind relativ langweilig. Die haben ein Dienstleistungsgeschäft, das nicht besonders aufregend ist und deshalb heute auch nicht besonders teuer. Und ein solches Unternehmen habe ich auf der englischen Top-10-Liste gefunden. Das Unternehmen heißt Grafton und wurde in Irland im Jahre 1909 gegründet. Es hat eine lange Geschichte. Das Unternehmen ist auf Reparatur und Unterhalt von Gebäuden spezialisiert. Heute, wenn alles gut läuft, bauen wir neue Gebäude. Aber wenn dann die Zeiten etwas schwieriger werden, dann werden viele Menschen wieder mehr an Unterhalt und Renovation denken und Grafton wird davon profitieren. Grafton hat auch ausgezeichnete Obermatt-Ränge. Der kombinierte Rang ist 89 und der Sicherheitsrang ist 80. Auch das ist sehr wichtig. Warum ist das? In einer Rezession fallen die Assetpreise, die Preise für die Güter und Dienstleistungen. Aber die Schulden bleiben die gleichen. So wird man in der Mitte verquetscht. Wenn man wenig Schulden hat, wie Grafton, ist das auch weniger ein Problem und der Aktienpreis wird weniger darunter leiden. Also habe ich mich entschieden, Grafton genauer anzuschauen. Und wie erwartet, ist das Unternehmen wirklich etwas konservativ. Man sieht es sogar dem Management-Team an. Aber genau das ist das, was ich in einer Rezession will. Und wenn ich dann genauer hingeschaut habe, habe ich gesehen, dass sie eine sehr dezentrale Organisationsstruktur haben. Sie liefern viel Autonomie an die Stellen nach unten und das ist ziemlich innovativ. Sie haben auch eine sehr aggressive Expansionsstrategie, die sie auch erfolgreich umsetzen. Sie haben in den letzten Jahren jedes Jahr ein neues, großes Unternehmen dazugekauft. Sie haben auch das Team dazu. Das Management-Team besteht nicht nur aus Iren, sondern auch aus Amerikanern und aus Experten aus Kontinentaleuropa. Und schließlich habe ich noch ein bisschen weiter gegoogelt und gesehen, dass Berenberg, eine deutsche Bank, deren Research ich sehr schätze, ein Buy-Rating auf diese Aktie hat. Für mich waren all das Gründe genug, Grafton zu kaufen. Das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.